Wo bist du? Beim PD. Wenn du mir sagst, wo du bist, läufst du Gefahr, dass ich dorthin komme. Ich sollte aber das Auto noch wechseln. Ich muss ihn ja nicht... Oh, scheiße. SMS. Was ich daraus mache, ist mein Ding. Der Mustang. Die Türme 20.11. Oh oh. Deine Hose ist kaputt. Ja, kann mir keine mehr leisten. Ich kann mir keine mehr leisten. Du kannst dir keine mehr leisten. Deine Sparte scheint rausgeworfen. Nee, ne. Die jetzt extra so aufs Handy, damit der Herr Gellos hat Angst. Der Herr Gellos hat Angst, dass du mich zusammenschlägst. Wir sehen uns. Hi, Aaron. Danke, Aaron. Ja. Hat er das? Ja, der hat ein bisschen Angst, dass du mich jetzt auf mich einprügelst.
gesagt, das wirst du nicht tun. Und er hat gesagt, und wenn, dann soll sie mal. Dann waren wir wieder hier. Seit einer Stunde. Also eigentlich quasi seitdem ich dir geschrieben habe. Und Und dann bin ich hierher gefahren. seit wann bist du wirklich hier? Seit circa einer Stunde. Du lügst mir also immer noch ins Gesicht, ja? Warum sollte ich dir ins Gesicht? Ich bin nicht dumm. Was dumm? Warum soll ich dir ins Gesicht lügen? Keine Ahnung, weil du irgendeine verquerte Logik hast. Eine verquerte Logik. Ja. Ich habe viele verquerte Dinge im Kopf, aber warum sollte ich dich angeln? Um mir weh zu tun? Genau, warum sollte ich dir wehtun wollen? Warum? Weil du abgefuckt Habe ich bist? das, hab ich das jemals getan? Habe ich dir jemals irgendwie versucht, gezielt weh zu tun? War Nö. ich je unehrlich zu dir? Habe ich dich je angelogen? Warum soll ich damit jetzt anfangen? Ja, du hast gelogen. Mit deinen Womit? Freunden im Ausland. Zum Beispiel. Mit meinen Freunden im Ausland. Was habe ich da gelogen? Wo ich erst hinterher was erfahren habe. Ja, da habe ich nicht gelogen, da habe ich dir nur nichts gesagt. Ja, das ist doch Lügen. Verheimlichen ist Lügen. Ne, verheimlichen ist nicht lügen. Verheimlichen ist jemanden halt nichts sagen, damit man nicht lügen muss. Ja. Und jetzt verheimlichst du mir weiterhin was, damit du nicht lügen musst, oder was? Was soll ich dir dann verheimlichen? Ich hab dich gesehen. Du kannst mich nicht gesehen haben. Und Ich bin vor einer Stunde erst hier gelandet. ich weiß nicht, ob das jetzt deine Idee gewesen ist mit, wir schicken Kitty Morddrohungen, damit sie aufhört. Genau. Oder Klar. Shivas? Klar. Morddrohungen. Na, ich glaube nicht, dass du was Schick. getan hättest, aber du wolltest vielleicht, dass ich. Ja, klar, genau. Hallo, ich war in einem Zeugenschutzprogramm. Ich habe in Chicago einen Betonbunker gehacken und habe dort vom Homeland irgendwelche Rekruten ausgebildet, weil die Angst hatten, dass wenn ich keine Beschäftigung haben, da abhauen. Würde dir so gerne glauben. Meinst du, die waren jetzt begeistert, dass ich einen Antrag gestellt habe, dass ich hierher möchte? Ich habe den Antrag geschrieben, nachdem du mir geschrieben hast, dass du Morddrohungen bekommst. Habe ich den Antrag gestellt? Ja, aber die Morddrohung habe ich ja deinetwegen bekommen. Ja, die hast du meinetwegen bekommen. Weil die wahrscheinlich mich haben wollen. So, und warum bin ich jetzt hier? Nee, 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 Damit sie nee. mich entweder kriegen, Nee. damit Genauso. keiner den Verdacht auf dich legt Nee. oder das Augenmerk. Nee, so ist es ja nicht. Ja, Ich habe die ah. Morddrohungen bekommen, weil ich zu tief gegraben habe. Ja, in was hast du denn tief gegraben? Ja, in dein komisches doppeltes Zeugenschutzleben. Was weiß ich, wie du Doppeltes es nennst. Zeugenschutzleben. Ja. Hier in der Stadt. Hier in der Stadt. Ich war nicht hier in der Stadt. Ich habe dich gesehen. Wenn ich hier in der Stadt gewesen wäre, hätte ich dir da schon erzählt. Nur ich kenne dich, ich kenne dich lang genug. Ich weiß es, dass du gerne deine Nase überall reinschiebst. Und bevor du dich dann da noch. Meinst du, ich mache das dann und schaue, Warum? dass du dich da noch in Gefahr bringst? Ne? Nur weil ich dir da die ganze Scheiße verheimlichen sollte? Warum sollte jemand mich umbringen wollen, weil ich jemanden für dich halte? Warum? Ich weiß es Es gibt nicht. es ergibt gar keinen Sinn. Mich will jemand Warum? umbringen, weil ich dich gesehen habe und Ja, weil du du aus kannst mich diesem gar nicht gesehen Sandwich-Laden haben. geflüchtet bist. Du kannst mich gar nicht gesehen haben. Ich war nicht hier. Ich bin vor einer Stunde gelandet. Verstehe nicht, Der warum du mich erste anlügst. Weg, der erste Weg war hierher ins PD, weil das die Auflage war. Mir wurde gesagt, der Antrag wird nur genehmigt, dass ich, wenn ich mich sofort beim PD melde und denen sage, dass ich hier bin. Warum sollte ich dich anlügen? Ich habe dich nie angelogen. Warum sollte ich damit jetzt anfangen, bitte? Weiß ich nicht, weil du mir wehtun willst. Warum sollte ich dir denn wehtun wollen? Weil ich Weil dir du weh dich getan habe. in wen anderen verliebt hast? Ja. Und deswegen sollte ich dir jetzt wehtun. Ja. Ja, dann kennst du mich aber schlecht.
Weiß nicht, eigentlich müsstest du mich mittlerweile kennen, dass ich nur das möchte, was dich glücklich macht, oder? Das war immer das, was ich gemacht habe oder wollte. Klar ist es für mich nicht einfach, dich jetzt einfach gehen zu lassen. Oder allgemein. Klar ist es, tut's mir höllisch weh. Aber für mich war das Wichtigste immer, dass du glücklich bist, oder? Und auch mit deiner Scheidung, ja, gut. Weißt du, was das für ein Schlag war, wo ich das erfahren habe? Aber ich werde dir da auch neben dem Weg stehen. Wenn das ist, was du möchtest, dann, ja, mein Gott, dann ist das leider Gottes so. Ob mir das gefällt? Ja, nee, natürlich nicht. Ob ich darüber glücklich bin? Nö, auch nicht. Ja, was denkst du denn, wie es weitergehen soll? Ja, was wir weitergehen sollen. Wir versuchen jetzt, ich habe jetzt mit Aaron schon gesprochen. Ich werde da mit dem Homeland sprechen und wir werden gucken, dass wir da jetzt alle zusammen die Homeland und so jetzt die Leute so schnell wie möglich finden können. Ich muss da versprechen, dass ich da kein Einzelding draus ziehe. Ja, aber ja. Und zum Steinhauer muss ich. Muss ja mal gucken, was ich da jetzt unterschreiben soll. Ich habe nur die Eheurkunde eingereicht. Ja, was denkst du denn, dass keine Scheidung kommt? Was Hab ich nicht dachtest gedacht. du Ja, weiß ich denn? nicht. Ich habe gar nichts gedacht. Vielleicht habe ich gehofft, dass es sich vielleicht irgendwann mal wieder in eine andere Richtung entwickelt, aber ja, das ist. Soll ich machen? Ich wollte das nicht einfach so aufgeben, ich will dir ja dein Glück auch nicht im Weg stehen. Wolltest du es nicht aufgeben und behandelst mich so in diesem Sandwichladen? Ja, warum habe ich das gemacht? Meinst du, mir fiel das leicht? Meinst du, mir ging es da gut mit? Ich habe das gemacht, damit du mich hasst. Ja. Und warum? Ich habe gehofft, dass du dich dann von mir fernhältst, damit du einfach nicht in Gefahr bist. Das war der Grund. Ich wollte dich dadurch schützen. Deswegen hast du mir auch nichts erzählt von deiner anderen Identität. Welche andere? Ich habe keine andere Identität. Ich war in Chicago. Ich bin aus dem MD abgehauen. Ich hab dich doch Dann gesehen. nochmal. Und dann hat mich das Homeland einkassiert und hat gesagt, so, die bringen mich jetzt weg. Ich hab dich doch gesehen. Ich bin doch nicht Nein. bescheuert. Doch, ich hab dich Hallo. gesehen. Ich hab dich Du gehört. kannst Ich hab mich dich nicht gesehen haben. gerochen. Doch. Du kannst. Ich war nicht hier. Ich hab dich Glaub gesehen. mir noch. Ich hab dich gesehen und jetzt will man mich deswegen umbringen. Ich weiß nicht, wen du gesehen hast, aber es war nicht ich. Doch, das warst du. Und du fragst, warum ich die Scheidung möchte, genau aus diesem Grund. Du bist nicht ehrlich zu mir. Ich war immer ehrlich zu dir. Immer. Warum sollte ich das nicht mehr sein? Weil du verletzt bist. Natürlich bin ich verletzt und wäre ja schlimm, wenn nicht. Wenn es nicht wäre, da wäre die ganze Zeit, die wir hatten, dann quasi ja nicht schön gewesen, sondern dann könnte ich ja froh sein, dass es so. Ja, ich bin auch verletzt. Also, keine Ahnung. Nur weil sich die Dinge so entwickelt haben, heißt es Ja, ja und ich. nicht, dass alles sich irgendwie in Luft aufgelöst hat oder so. Weißt du, ich bin an den Abend, nachdem denn aus diesem Sandwichladen raus bin, Mia mich weggefahren hat. Ich war kurz vor dem Zusammenbruch. Ich habe der Mia gesagt, das war das Schwerste, was ich in meinem Leben je getan habe. Und ich habe viele Dinge getan, das weißt du.
Aber nichts fiel mir so schwer wie das, oder war schlimmer wie das. So zu dir zu sein. Nur weil ich dich. Ich habe einfach gehofft, dass du mich hast. Ich wollte einfach, dass du mich hast. Ich Damit du dich hasse von dich mir nicht. fernhältst. Ich hasse dich Ja? nicht, du verletzt mich einfach. Ja, ich habe gehofft, dass ich dadurch von mir fernhält. Damit du sicher bist. Ja. Das war der Grund. War es leicht? Nein. Habe ich darüber ganz sehr oft nachgedacht? Ja. Es kam aber sehr leicht rüber, wie du da über mich hergezogen bist. Glaub mir, das war so. Das war das. Das ich habe innerlich geblutet. Mein Herz hat geblutet. Dass ich so sein muss zu dir. Das hat mir einfach alles genommen. Aber ich wusste keinen anderen Ausweg. Ich wusste nicht, wie ich dich von mir fernhalten soll. Ich wusste es einfach nicht. Vielleicht mal nochmal den Mund aufmachen. Ich habe dir gesagt, ich habe dir am Krankenhaus damals gesagt, ich möchte, dass du dich fernhältst. Ja, und dann machst du die ganze Zeit so eine Scheiße und rennst da durch die Gegend. Wie soll ich denn? Wie soll ich? Ja, warum renne ich durch die Gegend? Damit ich mich von dir abkapsel. Ich weiß, dass du ein Sturkopf bist. Das Ja. weiß ich. Nee, du denkst einfach, ich gucke dabei zu, wie du dein Leben irgendwie zerstörst und dich umbringen lässt. Ja, und warum? Damit ihr alle in Gefahr, nicht mehr in Gefahr seid, dass ihr alle sicher seid. Ich bin ja Das ist gegangen. der Grund. Das ist der einzige Grund. Ich bin ja gegangen. Ich wollte es nicht sehen. Weißt du, ich wollte weder dir, dass dir was passiert, ich wollte weder, dass den Leuten im MD was passiert oder sonstiges. Ja, aber man kann nicht alles so auf eigene Faust unternehmen. Naja, muss man, um andere Leute zu schützen. Nee. Wenn sich andere Leute daran helfen, sind die genauso in Gefahr wie ich auch. Ja, okay, aber jeder trifft seine eigene Entscheidung. Ja. Und die nimmst du ein Jahr ab. Richtig. Ja, siehst du, und Weil das sich ist. niemand für mich in Gefahr bringen soll. Ja, aber das ist nicht deine Entscheidung. Doch, weil es um mich geht. Und wenn Leute mich wollen und dafür andere Leute zu Schaden kommen, ist das natürlich meine Entscheidung. Wenn ich nicht möchte, dass sich andere Leute für mich in Gefahr bringen. Oder ihr Leben so aufs Spiel setzen. Es ist meine Entscheidung. Ob ich das will oder nicht. Nö. Ja, schon. Nö. Ich kann das ja genauso gut entscheiden für mich selber. Ohne dass du dagegen was tun kannst. Ich könnte jetzt ganz Twitter bombardieren mit irgendwelchen Fotos von uns. Könntest du Könntest du da nicht? was gegen tun? Nein. Nö. Was würde das bringen? Gar nichts. Dass sie sich nicht bei dir melden, sondern bei mir. Warum sollten die sich bei dir melden? Warum? Wenn ich muss einmal was twittern. Einmal, dass ich wieder da bin. Zu dem Namen Ben? Wer ist dieser Ben? Was willst du ständig mit diesem Ben? Ja, war auch eine scheiß Namensauswahl. Du weißt ganz genau warum. Also du meinst ernsthaft, dass ich mich hier Ben nenne und hier über die Insel renne oder was? Also ich verstehe es nicht. Ich hab dich gesehen. Ich hab dich gehört. Andere Leute haben dich ebenfalls gehört. Und erkannt. Ja, genau. Ich war nicht hier. Daran ändern auch nichts neue Tattoos. Ich war immer noch in Chicago. Ich weiß nicht, was du willst. Also ich keine Ahnung, was bei dir da Kopfphase ist. Ich war nicht hier. Ich bin heute erst wiedergekommen. Verstehe nicht, ich verstehe es nicht. Wenn du dir wieder da bist, ich verstehe nicht, warum du jetzt nicht ehrlich zu mir sein kannst. Ich verstehe es nicht. Ich wäre doch ehrlich zu dir. Hallo. Warum soll ich dich anlügen? Es macht doch gar keinen Sinn. Du sagst, dass du dir eigentlich eher gewünscht hättest, dass wir das wieder hinkriegen. Ja, Und lügst natürlich. mich an. Ich verstehe es halt nicht. Warum soll ich dich denn? Das macht doch gar keinen Sinn, dich anzulügen. Aus welchem Grund? Aus welchem Grund soll ich dich anlügen? Erklär mir das bitte. Was würde mir das bringen?
Na, weil du mich beschützen möchtest. Das ist ja dein übergeordnetes Ziel. Ja, und das habe ich getan, indem ich weg war. Oder anscheinend halt auch nicht. Ja, genau. Und deswegen bin ich jetzt wieder hier. Halt nicht weg warst. Genau das ist der Punkt. Nee, ich war weg. Warum soll ich, also ich verstehe es nicht. Ich werde von Homeland weggebracht und du sagst, ich war hier. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ja, und Homeland kommt nicht mal zu mir und erzählt deiner Frau. Ja, warum kommen die nicht zu dir? Wir sind immer noch verheiratet. Ja, und? Ja, was und? Wir sind zwar verheiratet. Ach so, und deswegen gehen sie zu jedem anderen, oder was? Ja. Zu wem sind die denn gegangen? Die sind zu niemandem gegangen. Die haben im MD Bescheid gesagt, dass sie ne, die weggebracht haben, weil das MD nicht wartet, bis ich komme. So, und im PD haben sie nichts gesagt, weil die A den Chief wohl nicht erreicht haben und B alle sagen, das Ja. PD hat undichte Stellen. So. Verstehe es nicht. Ich weiß auch nicht, warum du da dran festhältst, dass ich, also ich weiß nicht, wen du da gesehen hast oder keine Ahnung. Aber ich habe doch nicht nur ich dich gesehen. Ich war nicht hier. Nicht nur ich. Ich Wenn weiß nicht, wen ihr gesehen habt, wen ihr da ich es vermutet habt. alleine gewesen wäre, okay. Aber es war nicht nur ich. Es bin nicht nur ich gewesen. Sonst hätte ich gesagt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Vielleicht reise ich einfach aus und lasse mich irgendwo in Europa in irgendeine Einrichtung einweisen. Warum solltest du das denn? Ja, weil ich ja anscheinend Wahnvorstellungen habe. Habe keine Ahnung. Ich würde sagen, ich war nicht da. Ich bin jetzt wieder gekommen. Ich muss jetzt hier ständig dem PD und dem Homeland Rechenschaft leisten, wo ich bin. Ich finde es Das nicht gut, war dass die einzige Auflage, weshalb ich wieder herkommen durfte. du. Ich finde es nicht gut, dass du hier rumläufst. Warum mache ich das denn? Ich möchte, dass sie nicht nach dir suchen oder sonstiges. Ich möchte, dass sie einfach den Augenmerk wieder auf mich legen. Dann drehe ich das, dass sie es auf mich legen. Nee, das machst du nicht. Ich habe. Ich habe hier Das im PD, kannst du nicht entscheiden. hab mit dem Gellus gesprochen. Wir sind alle jetzt hier, das Homeland, das beschattet mich. Das PD ist da. Ich soll Gellus direkt immer sagen, mich also fast jede Stunde bei ihm melden, damit er weiß, dass es das alles noch gut ist. Ja, dass wenn ich mich nicht melde, er weiß, okay, irgendwas ist nicht, stimmt nicht. Und ich soll mich direkt melden, wenn mir irgendwas, nur irgendeine Kleinigkeit komisch vorkommt. Ja. Das ist ja die Grundlage oder die Auflage, weshalb ich überhaupt zurück durfte. Ihr wollt mich nicht zurücklassen. Will nicht, dass dir was passiert. Ja, mir wird schon nichts passieren. Die hängen alle mir am Popo. Die SPD hängt mir am Popo, das Homeland hängt mir am Popo. Sie hatten dich schon mal. Da hängen Siehst mir du? aber auch keine am Popo. Deshalb hingen sie auch am Popo und? Was ist dabei rausgekommen? Nichts Gutes. Siehst du? Aber wer sagt, dass das wieder so passieren sollte? Dann kann ich mich ja auch in den Mittelpunkt stellen. Damit sie dich holen, damit sie an mich rankommen und dir was passiert. Ja, ist klar. Ihr holt Mit mich da schon Sicherheit nicht. raus. Mit Sicherheit.
Macht man das so nicht. Ihr holt mich da schon raus. Hm. Und dann, das wäre ein guter Artikel. Bestimmt nicht. Was soll das für ein Artikel werden? Die Kaiser verkrüppelt nach Entführung, damit sie an dem Kaiser rankommen. Ist klar. Nö. Ganz toller Artikel. Nee, das wäre sowas. Kitty Kaiser tote nach Entführung, weil sie an den Kaiser ran wollte. Ja. Super Artikel. Nee, das wäre eher sowas wie Kitty Kaiser. Wie nennt man das denn? Kitty Kaiser als Lockvogel. Bösen Jungs endlich geschnappt. Genau. In dem Formizi ist querschnittsgelähmt und völlig entstellt, weil sie. Klar. Nee, sicher halt nicht. Tod wäre alles einfacher. Den Gedanken hatte ich auch schon oft. Glaub mir, ich. Meinst du, ich hätte mir nicht schon gewünscht, dass ich einfach damals gestorben wäre, nachdem die mich da irgendwie am Flugzeugträger rausgeworfen haben? Meinetwegen oder wegen Nessa? Wegen allem. Auch wegen Nessa. Sie fehlt mir so. Mir auch. Sie fehlt mir so. Ich mache mir immer Vorwürfe, dass, Es ist nicht deine Schuld. Das weißt du. wenn ich sie Es ist nicht deine besser Schuld. geschützt hätte, sie jetzt noch leben würde. Nein, es ist nicht deine Schuld. Weil ich einfach versagt habe. Du hast nicht versagt, es ist nicht deine Schuld. Naja, schon Nein. etwas. Nein, es ist nicht. Das weißt du eigentlich auch. Naja, ich habe ihr versprochen, dass ich sie schütze und auf sie aufpasse. Das habe ich nicht getan. Oder nicht geschafft. Wir haben alle gesagt, dass wir sie beschützen. Ja. Aber du weißt, dass ich da eigentlich. Und am Ende waren, ja, trotzdem, du bist auch Du nur ein weißt, wie Mensch. die Nacht verlief, wo mir ihre Schwester da rausgeholt hat. Ja, weiß ich. Aber auch du bist nur ein Mensch. Ja. Trotzdem hätte ich. Ich hätte mich da mehr reinhängen müssen. Das stimmt nicht. Noch mehr reinhängen? Sie haben dich fast zu Tode gefoltert. Sie haben die Finger abgeschnitten. Und wer weiß noch, was alles angetan, worüber du nicht mit uns reden möchtest. Weil du das in dich hineinfrisst. Ja. Denkst du, ich merke das nicht? Ich habe sie. Ich hätte sie mehr schützen müssen. Ich hätte mich da reinhängen müssen. Ich hätte. Ach, keine Ahnung. Nein, das stimmt nicht. Hätte ich da mehr Kraft investiert, wäre sie noch am Nein, Leben. das stimmt nicht. Das ist Bullshit und das weißt du. Wir sterben wahrscheinlich. Und jetzt sind alle anderen auch noch in Gefahr, die mit mir zu tun haben, nur weil ich es wieder verkackt habe. Hätte ich sie damals einfach. Hätte ich da einfach mehr Kraft investiert, wären die weg und alle wären sicher. Das stimmt nicht. Ich hatte gar keine Probleme hier in der Stadt, bis diese Ben-Sache kam. Und jetzt wollen die mir da ans Bein pissen. Oh. Und wenn du es nicht gewesen bist, war es vielleicht deine Freundin Shiva. Hier ist Shiva. Ja. Ja, ich kenne keine Shiva. Ja. Ja, wer ist denn Shiva? Erzähl's mir. Mir erzählt hier jemand, angeblich soll ich mal alle kennen, aber keiner sagt mir, wer er ist. Ich versteh's Ja, nicht. ich finde es halt schwierig, dir was zu erzählen, weiß ich nicht. So. Wenn du der Meinung bist, dass ich ja weiß, wer es ist, weil ich Ja, ja. genau. Und ich bin hier derjenige, der nur am Lügen ist. Und ihr versucht, irgendwas zu erzählen. Vor allem dir.
Glaube ich, dass du mich Die Alex. dir eigentlich alles weiß. Glaube ich, dass du Der mich. ich alles erzählt habe. Zu der ich immer ehrlich war. Weil wir immer gesagt haben, egal wenn was ist, wir erzählen uns alles. Du hast es nicht getan. Sonst hättest du, weißt du, wenn du warst nicht offen und ehrlich zu mir. Sonst hättest du mir direkt gesagt, dass du irgendwie Und dann? nicht mehr glücklich bist. Anscheinend mit der Ehe, Und mit mir dann? nicht mehr glücklich bist. Ja, nein, stattdessen kapselst du dich immer mehr ab. Ja. Und dann, kommst du so raus, statt vorher schon mal mit mir zu reden. Wenn ich mir die ganze Zeit Gedanken mache und überlege, was ich machen kann, damit du einfach wieder, dass du glücklich bist oder sonstiges. Ich war überfordert Dir mit der. schöne Dinge zu tun oder sonstiges. Ich war überfordert Ja. mit der Situation. Weißt du, und ich denke mir ständig, was ich falsch gemacht habe. Darum geht es doch gar nicht. Ich war überfordert mit der Situation. Das ist so nie geplant gewesen. Sowas plant man auch nicht. Habe ich versucht, dagegen anzukämpfen? Ja. Ja, und was haben wir uns damals gegenseitig gesagt? Dass wenn das ist, wir uns wieder direkt drüber reden, oder? Habe ich es getan? Ja. Hast du es getan? Nein. Was hätte es denn geändert? Bestimmt einiges. Was denn? Sag mir, Er was hätte es bestimmt geändert nicht hätte. so geendet, wie es dann geendet ist. Weißt du, es wäre nicht so schlimm, also es wäre mit Sicherheit anders verlaufen, wie sowas zu erfahren, wenn ich eh schon, weißt du, nachdem man so nach dem Koma aufwacht und immer das noch mit Nessa im Kopf hat, ja genau. Ich dir sage, ich habe Angst, dass ich alle verliere und dann kommst du so um die Ecke. Warum spricht man da nicht vorher mal drüber? Nee. Wenn ich was Dann vorher. lieber, dann lieber, weißt du, mit demjenigen rumrennen und dann mir noch sagen, da ist nichts und ich brauche nicht eifersüchtig sein, bla bla bla. Und am Ende stellt sich heraus, dass du doch Gefühle für ihn hast. Ja, super. Danke. Ja, aber Du dann hast mich lief. die ganze Zeit belogen. Aber es lief ja nichts. Was du ja Es ist doch anscheinend. völlig egal. Was du ja anscheinend anders erzählst. Was erzähle ich denn anders da? Ich habe niemanden erzählt, dass da irgendwas. Ich habe Ich eine habe mit Arin. Arin Ja, gesprochen den und. habe ich gesagt, dass Warte, lass mich bitte ausreden. Ich habe mit Arin gesprochen und Arin hat zu mir gesagt, dass du ihm gesagt hast, dass ich fremdgegangen bin und dass ich ja mit ach Nico schön. zusammen bin. Klar. Nee, das Einzige, was ich gesagt habe, dass es rum ist, weil du Gefühle für ihn hast. Ist ja schön, dass ihr die Leute alle, das sieht man mal, wie man hier Freunde hat. Anscheinend gar keine, wenn die Dinge wieder erzählen über mich oder was ich angeblich gesagt hätte. Finde ich super. Ja, keine Ahnung. Schön. Ich selber habe Sieht kein. man mal, wie man hier, ne, wie hier die Leute ja zu einem halten. Nee, Angeblichen aber. Freunde, die sich ja auch Sorgen um einen machen. Ist klar, Alter. Geht Ja, schon gut. ich habe. Nee. Was? Ich, weißt du, ich erzähle, ich habe ein paar Leuten gesagt, dass es rum ist, weil du Gefühle für wen anderen hast. Beziehungsweise ein paar Leute habe ich gesagt, dass es für Nico ist. So, anderen Leuten habe ich nicht mal gesagt, dass du Gefühle hast. Ich habe nur gesagt, dass es aus ist, ja. Dass wir nicht mehr zusammen sind. Ja. Und dann erzählen die solche Scheiße rum. Alter, das kriege ich schon wieder, ja. Super, danke. Nee. Ja, aber was denkst du denn, wie ich das, wenn ich habe keinen Kontakt zu dir und ich erfahre sowas, was denkst du denn, wie ich reagiere? Ja. Mich vielleicht einfach mal fragen. Willst du dir mal unseren Nee, SMS-Kontakt? stattdessen wird mir unterstellt, ja, dass ich wieder irgendwas über dich erzähle, ja, Willst du klar, mir mal und dich schlecht unseren rede und alles drum und dran. Willst du mal unseren SMS-Kontakt und dich an die angucken? Was soll ich mir denn da angucken? Ja, wie du mit mir schreibst?
Ja, warum habe ich das so gemacht? Ich habe es dir eben schon mal erzählt. Ich wollte, dass du mich hast und dich einfach von mir fernlässt. Ich wollte einfach, dass du mich vergisst und dir denkst, na, scheiße. Ja, weil so läuft es doch nicht. Das war aber das Einzige, was ich machen konnte. Ja, aber so läuft es doch nicht. Als ob ich einfach sage, oh ja, okay, scheiß drauf. Ja, ich hab gehofft, dass du einfach sagst, dass du einfach richtig Hass auf mich kriegst und sagst, ja, dann hat er Pech. Ja, Tschüss. was? Und direkt mit Nico durchbrennen, oder was? Da wäre es auf alle Fälle sicherer gewesen. Und. Das ist eine Frage, die könnte man auch anders beantworten, aber. Ich verstehe es halt nicht. Aber ich meine, scheint dir ja gut zu tun, bist ja wieder rosa. Was hängt nicht mit ihm zusammen? Ich war ausgereist. Ja, hast du erzählt. Nachdem du mich da so niedergemacht hast. Nachdem es an dem Abend schon rumging. Kitty hat Nico, hat Tim ja verlassen. Bla 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 wegen Nico. Ja, ist ja auch so. Hab dich nicht verlassen. Sondern? Ich habe dir einfach nur gesagt, was Sache ist. Und was hast du jetzt gedacht, was daraus entsteht? Keine Ahnung, dass wir darüber reden, normal. Und dann? Alles Friede, Freude, Eierkuchen ist und ich sag, naja, ist ja okay, ist ja. Ja, sie hat halt Gefühle für den anderen, macht ja nichts. Nö. Und es einfach ganz normal weitergehen? Ja. Dass man sich vielleicht mal zusammensetzt und guckt. Und Dinge bespricht und schaut, ob es Sinn macht oder keinen Sinn macht. Was macht das denn für einen Sinn? Erzähl mir das mal bitte. Wenn du Gefühle für den anderen hast, macht das keinen Sinn. Ja. Was bringt das? Ja. Guck mal, du hast dich. Das ist ja auch der Grund, warum du dich wahrscheinlich zum Ende hin so abgekapselt hast. Ich habe weder von dir mal Nachrichten gekriegt, dass du wach bist. Ich habe weder von dir mal Nachrichten, obwohl ich dich gebeten habe, dass du mir bitte schreiben sollst, wenn du zu Hause bist. Ja. Kam auch nicht mehr. Du hast dich komplett von mir distanziert. Ich habe alles versucht. Ich habe versucht, da Kontakt aufzubauen. Ich habe versucht, mit dir zu reden. Ich habe versucht, ja, einfach Ich war irgendwie überfordert dir mit der komplett Situation. entgegenzukommen. Ich war Alles drum und überfordert mit dran. der Und du hast mich einfach Situation. abgeschoben und dann denkst du, ich sag dann noch, okay, es macht ja vielleicht Sinn, wenn man einfach nur redet, was wir vorher nicht mal geschafft haben. Und du dich dann lieber mit denen abgehalten hast, mit denen für denen du Gefühle hast. Also, sorry, also ich weiß nicht, was du dir dabei denkst. Dass ich da das einfach übersehe und überspiele und sage, ja, ist halt so. Es sagt niemand, dass du irgendwas übersehen oder überspielen sollst. Ja, aber so wäre es gewesen. Nein, Ja, ich natürlich. wollte einfach in Ruhe mit dir darüber reden. Ja, war vielleicht auch ein Scheißzeitpunkt. Ja, natürlich war es ein Hättest du vielleicht Scheißzeitpunkt. das mal früher machen sollen? Vielleicht, wo das vielleicht anfing mit dem Ganzen. Dann hätte man vielleicht da irgendwie versuchen können, eine Lösung zu finden. Aber du widersprichst dir doch selber. Warum? Weil du Weißt sagst, du, du, ja, weil. du weißt du, wenn du von Anfang an ehrlich gewesen wärst und hast gesagt, ich habe irgendwie, ne, bauen sich da Gefühle für wen anderen auf, dann hätte man da schon mal drüber reden. Aber nein, dann zu kommen und sagen, ja, ich habe Gefühle für wen anderen, das geht ja auch nicht von jetzt auf gleich. Das heißt, du hast mich eine ganze Zeit lang schon irgendwie entweder verarscht oder belogen oder warst nicht ehrlich zu mir. Oder hast mir nicht vertraut, mir das offen und ehrlich zu sagen. Weil ich dachte, dass es wieder weggeht. Ach so. Weil ich dachte, es ist nur eine Schwärmerei. Sowas wie, keine Ahnung, wenn du auf der Straße eine Frau siehst und dir denkst, boah, die ist aber heiß, die würde ich schon mal gerne. Ist das was Schlimmes? Nein. Ja, aber das hat sich ja wohl länger gezogen bei dir. Und es ging ja nicht wieder weg. Und trotzdem bist du nicht auf mich zugegangen. Bin ich doch. Nee, bist du nicht.
Ja, du bist dann zu mir zugegangen und hast dann gesagt, ja, an dem Abend hast du Gefühle für wen anderen hast. Davor hast du dich ganz schön abgekapselt. Aber nur Ja, lieber mit dem Zeit zu verbringen, für ich den du hab doch Gefühle hast, statt mit mir. nein. Ja, hallo, hallo, die Leute sagen doch, ne, ist schon komisch, aber mit Nico rennst du die ganze Zeit rum. Genau, und ich wusste noch nicht mal, dass du wach bist. Und mir wird erzählt, ja, aber hä? Ich hab's doch vorhin mit Nico gesehen, ja. Okay, also was soll ich denn da jetzt sagen zu? Weiß es nicht. Es tut mir leid. Weißt du, man hätte da einfach, keinen Plan. Anscheinend. Habe ich dir einfach nicht mehr das geben können, was du brauchst. Sag das nicht so. Das klingt so nach, dass du dir Vorwürfe machst. Naja, es muss ja einen Grund geben, warum du auf einmal Gefühle für wen anderen hast. Wärst du glücklich und zufrieden gewesen mit allem drum und dran, brauchst du ja keine Gefühle für wen anderen auf. Die sie dann so krass sind, dass es gegen ankämpfen muss schon. Ist das so? Ich sehe das anders. Siehst du anders? Ja. Ich Ich glaube. sehe das so. Also meine Sichtweise darauf ist halt eben diese. Ja, ist ja in Dass jeder Ordnung. andere Sichtweisen hat, das ist ja vollkommen Aber normal. keine Ahnung, du. Und du tust halt so, als ob ich gar keine Gefühle für dich hätte. Ja, anscheinend waren die nicht mehr ausreichend genug gewesen. Das ist nicht fair. Ja, es ist doch, es muss doch so sein. Es ist, ich mache dir doch auch gar keine Warum Vorwürfe. muss es so sein? Ja, weil sonst wäre es doch jetzt nicht so, wie es ist. Sonst hättest du nicht ankämpfen müssen. Gegen. Ja, aber man kann trotzdem jemanden lieben und sich trotzdem nach anderen Sachen sehen. Ja, na was denn? Nach dem, was du vorher von anderen nicht kriegst. Aber warum muss ein Mensch alles erfüllen? Das ist absurd. Ja, aber Kein anscheinend war das, Mensch kann ja, alles erfüllen. kann ja nicht, aber wenn das, was ein Mensch versucht zu erfüllen, nicht das ist, was dich ja ausfüllt oder glücklich macht oder belangt, ja, dann ist das so. Aber was bringt das dann an, ne? Eine Ehe zu führen oder keine Ahnung was, wenn man eigentlich nur noch das auf Papier ist, weil man sich den anderen Scheiß von wen anderen holt. Was man braucht oder so, keine Ahnung. Ja, aber so ist das ja nicht. Es war für mich ja nicht mehr nur, also es hieß ja nicht, dass es für mich jetzt nur noch eine Ehe auf dem Papier ist. Das habe ich ja nie behauptet. Warum blockst du jetzt so ab? Was soll ich denn ablocken? Ich weiß halt, hallo, was soll ich denn dazu sagen? Also es. Du kannst hier. Ja, gerne dein Zeug mal anders holen, das was du brauchst. Wenn ich es dir nicht gebe, dann ist es halt leider Gottes so, dann bringt das ja nichts. Ich habe dir ja anscheinend nicht mehr das gegeben, was du so wolltest oder brauchtest oder allgemein nicht mehr so. Und für dich ist es ja anscheinend so, dass du dann, ne,
das nur halt mit Gefühlen gegenüber anderen machen kannst. Sonst hättest du die Gefühle ja nicht für andere entwickelt. Weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wie ich damit umgehen soll. Für mich ist das auch nicht leicht. Für mich ist die ganze Zeit nicht leicht. Ich stelle mir ständig die Frage, warum, wieso, weshalb. Du hast nichts falsch gemacht. Und auch wenn du mir das nicht glaubst. Liebe ich dich. Rede bitte nicht von Liebe. Es ist aber so. Liebe kann das nicht sein. Oder Liebe ist es nicht mehr. Vielleicht sind es auch ein paar Rissgefühle, die du für mich hast. Meinst du jetzt, dass es so ist? Ist es jetzt ein, ich rede mir das ein oder denkst du das wirklich? Okay, dann So schweigen wir auf habe ich alles. das. Ja, was soll ich denn dazu sagen? Wenn du mich lieben würdest, wäre das nicht so, wie es gekommen ist. Deine Liebe ist woanders hingefallen. Ja, gut, das ist halt, kann ich nicht verhindern. Ja, aber trotzdem liebe ich dich doch. So. Ist mir keine Ahnung. Anscheinend definiere ich es anders als du. Es könnte sein, dass wir da beide eine andere Definition drin sehen. Weiß nicht. Ich werde jetzt erstmal schauen, dass ich versuche, jetzt mal im Homeland zu sprechen. Wie wir jetzt weiter verfahren wollen. Dass wir da so schnell wie möglich irgendwie was hinkriegen. Sie anzulocken, das kriege ich hin. Warte, ich kann kurz was twittern. Das kannst du, das lässt du schön. Das kannst du nicht entscheiden. Naja, dann fahre ich zum Mount Chiliad und sage, dass ich da bin. Können Sie da alle hinkommen? Auf damit.